Ja, meine Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Geheimakte Tunguska. Nina befindet sich hier in diesem mysteriösen Krankenhaus. Wir spielen jetzt Max und Oleg steht da irgendwie so wie angewurzelt und nicht abgeholt, und wir müssen jetzt irgendwie einen Weg da reinfinden. So, wir schauen uns um. Stofftasche. Eine Einkaufstasche aus Stoff. Na, die nehmen wir doch mal, oder? Ja. Dann haben wir Oleg, dem wir... Ich mag ihn nicht besonders, aber immerhin hilft er uns. Können wir uns mit dem unterhalten? Was ist, wenn irgendwas passiert? Wird schon nichts passieren. Ich warte hier. Und falls der Alarm losgeht, tritt Plan B in Kraft. Und der wäre? Das überlege ich mir zu gegebener Zeit. Und jetzt sieh zu, dass du da reinkommst. Ist ja in Ordnung. An dem Strauch hängen kleine rote Beeren. Richtig. Die nehmen wir uns. Mein Arzt sagt immer, ich soll mehr Früchte essen. Da bin naja, ich auch. Naja, vielleicht ist mehr Früchte pflücken ja schon mal ein Anfang. So, als nächstes. Scheint ein Krankenwagen zu sein. Die Schrift darauf ist russisch, kann ich nicht lesen. Aber da steht ein Telefonsymbol mit einer Nummer daneben. 03112. So. Ja, wir können eine Gegensprechanlage. Und ich dachte immer, in so abgelegenen Regionen gäbe es nicht mal Strom. Wir können ja mal versuchen, mit dem legalen Weg da reinzukommen. Was sage ich denn jetzt? Schönen guten Tag. Ich mache hier in der Gegend Urlaub und bin zufällig vorbeigekommen. Sieht toll aus. Ist bestimmt alt, oder? Kann ich mir das Haus mal aus der Nähe ansehen? Was? Ich bin ein großer Fan von Gebäuden aus der Zarenzeit. Sonst geht's aber noch, oder? Das ist hier ein Krankenhaus, kein Museum. Ja, und? Ich will's mir doch nur mal ansehen. Dauert auch bestimmt nicht lang. Hier gibt's ja sonst nicht so viele interessante Gebäude. Ich kann auch nichts dafür, dass Sie am Arsch der Heide Ihren Urlaub verbringen. Hier können Sie auf jeden Fall nicht rein, wenn Sie nicht gerade Arzt oder kurz vorm Sterben sind. Und nun lassen Sie mich in Ruhe, ich will mir das Fußballspiel weiter ansehen. Er hat einfach die Sprechanlage ausgeschaltet. Das mit dem Architekturtouristen gehörte wohl nicht gerade zu meinen besten Ideen. Fürs nächste Mal merken, mit Kunst kommt man nicht weit. Genau, so, dann kümmern wir uns noch um. Wirkt ziemlich unheimlich, mehr wie ein Geisterschloss. Ich sollte Nina da schnellstens rausholen. So, deswegen kombinieren wir... Nun habe ich eine löchrige Tragetasche mit hässlichen roten Flecken. Genau, die geben wir dem Oleg. Hier, bind dir das mal um die Hand mit den fehlenden Fingern. Wenn der Sanitäter nicht so genau hinsieht, können wir ihm vielleicht vorgaukeln, du hättest die Finger gerade erst verloren. So, dann nehmen wir das Handy und rufen den Krankenwagen. Hoffentlich funktioniert mein Plan. Hallo, hallo, ich hab... mein Freund hat sich schwer verletzt. Ich befürchte, dem fehlen ein paar Finger. Ja, ich stehe hier an der Bushaltestelle vor dem Krankenhaus. Bitte schicken Sie schnell jemanden vorbei. Ich glaube, der verblutet. Ja, aber machen Sie schnell. So, dann wollen wir mal hoffen, dass Olegs schauspielerische Qualitäten ausreichen, um den Krankenwagenfahrer von seiner Geschichte zu überzeugen. Im Hof bin ich schon mal. Jetzt muss ich nur noch Nina finden. Genau. So, wir durchsuchen wieder alles. Scheint ein Abwasserrohr zu sein. Es führt ins Obergeschoss. Nein. Dann haben wir hier... Die Lampe beleuchtet den Kellereingang. Dann haben wir hier die Tür, die aber verschlossen ist. Abgeschlossen. Dann haben wir hier noch was. Leere Spritzen, verschmierte Verbände und ein Finger. Ob ich den Oleg... Nein, besser nicht. Und dann haben wir hier noch... Ich denke besser nicht darüber nach, was für Eingeweide damit schon entfernt wurden. Ja, lecker. Die nehmen wir uns aber. Und zu guter Letzt... Irgendwas wirft diesen Schatten. Irgendwas hier ganz in der Nähe. Ja.
ich weiß auch schon, was. Wir gucken uns einfach nochmal die Lampe an. Da ist ein Schlüssel in der Lampe. Seltsames Versteck, aber immer noch besser, als ihn unter eine Fußmatte zu legen. Der Schlüssel ist durch die permanente Wärmeeinstrahlung der Lampe ganz schön heiß geworden. Ja. Mit bloßen Händen möchte ich den nicht unbedingt anfassen. Deswegen haben wir die OP-Zange. Damit sollte es gehen. Et voilà. Und mit dem Schlüssel kommen wir hier rein. Passt. Nein. Ab in die Höhle des Löwen. Hoffentlich ist keiner im Keller. Gut, dann gucken wir uns hier mal um und wir gehen wieder kreisrund. Hier scheinen die Krankenakten drin zu sein. Alphabetisch sortiert. Vielleicht finde ich heraus, was die mit Nina gemacht haben. K. Kach. Kaio. Kam. Scheinen keine Akten über Nina drin zu sein. Oleg sagte ja, Nina sei unter falschem Namen gereist. Wie war der doch gleich? Per Cover. Schauen wir da mal nach. P. Pal. Per. Peris. Peris? Peris Manuel. War das nicht der Typ, der damals zusammen mit Ninas Vater an dieser Tunguska-Expedition teilgenommen hat? Und der war auch hier? Interessant. Das sollte ich mir mal näher ansehen. Wenn mich meine rudimentären medizinischen Kenntnisse nicht täuschen, steht hier was von schweren Verhaltens- und Bewusstseinsstörungen. Offensichtlich hat sich dieser Peris sehr sonderbar verhalten und wies keinerlei Symptome bekannter Krankheiten auf. Naja, das ist ja Ewigkeiten her. Mittlerweile sollte doch die Forschung... Man hat anscheinend versucht, der Krankheit auf die Spur zu kommen, indem man Experimente an ihm durchgeführt hat. Bei vollem Bewusstsein die Schädeldecke, das ist ja grauenvoll. Stromschläge, Zwangsjacke, Schocktherapie. Das liest sich ja wie ein mittelalterlicher Folterbericht, aber offensichtlich hat der arme Kerl das Ganze überlebt. Er wurde dann vor wenigen Wochen auf Antrag einer gewissen Dr. Nicole Charleroi in seine Heimat überstellt, nach... Kuba. In einen kleinen Vorort von San Cristobal, westlich von Havanna. Offenbar hat sich dieser Peris trotz seines erbärmlichen Zustands so stark gewehrt, dass sie ihm die doppelte Dosis von Phenylcyclidin-Piperidin gegeben haben. Ist, glaube ich, ein Narkosemittel, das mittlerweile verboten ist. Schon seltsam. Da liegt dieser Peris hier fast 30 Jahre rum und plötzlich überweist man ihn nach Kuba. Und kurz danach verschwindet auch noch Ninas Vater spurlos. Würde mich stark wundern, wenn es da keinen Zusammenhang gäbe. Nur welchen? Ah, endlich. Oh. Ich finde die Dinger ehrlich gesagt albern. Den können wir uns aber nehmen. Wahrscheinlich ist er kaputt und steht deshalb hier rum. Ein Diktiergerät. Ein Diktiergerät. Vielleicht ist ja was von Nina drauf zu hören. Moment mal eben. Während des Beobachtungszeitraums äußerten sich die Symptome in optischen und akustischen Halluzinationen, reflexartigen Muskelkontraktionen und Harninkontinenz. Hinzu kommen psychogene Reaktionen, temporäre Amnesie, partielle Lähmung der Gesichtsmuskulatur und Augenflimmern. Durch äußere Einwirkung verursachte Schläfenlappenbeschädigungen, Fraktur des rechten Handgelenks, diverse Prellungen und Hämatome im Kopf- und Armbereich. Mit Ausnahme einiger äußerer Verletzungen im Großen und Ganzen also ähnliche Symptome wie bei den anderen Patienten. Der Bericht ist schnellstmöglich anzufertigen und nach Moskau zu faxen. Mist, die Batterien scheinen ihren Geist aufzugeben. Das hört sich aber ganz schön übel an. Was soll »wie bei den anderen Patienten« bedeuten? Heißt das, diese Bewusstseins- und Verhaltensstörungen treten hier bei vielen Leuten auf? Wenn ja, was ist dann die Ursache dafür? Ich sollte auf jeden Fall Nina davon erzählen, denn irgendwas scheint hier nicht zu stimmen. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß, dass es mir definitiv nicht gefällt. Ganz und gar nicht gefällt. Ja, Freunde, Entschuldigung bitte, da hat eine gute Freundin von mir angerufen, die gerade ein wenig Redebedarf hatte. So, Spiel gespeichert, wir gucken uns weiter um. Wir waren ja da. Dann, da sind jede Menge Medikamente und chemisches Zeug drin. Ja, dann nehmen wir uns eins.
Ja, nehmen wir. Wenn ich mich nicht irre, dann ist in einer der Flaschen dieses Zeug, mit dem Perez betäubt wurde. Den Rest kann ich aber immer noch nicht identifizieren. Gut, dann gehen wir mal weiter. In so eine Art Leichenhalle. Ammoniak. Ammoniak. Keine Ahnung, wozu die das verwenden. Vielleicht als Ersatz für Riechsalz, um jemanden aus der Ohnmacht zu holen. Wir nehmen uns das. So, dann gucken wir uns... Ich möchte nicht wirklich herausfinden, wer oder was da drunter liegt und woher all diese Flecken kommen. Nina ist es glücklicherweise nicht. Dafür ist die Person viel zu klein. Nein, Nina war es nicht. Der Eimer ist voller Blut. Ich glaube, ich muss mich gleich übergeben. Den Eimer, der steht doch schon passend da, oder? Wegen solcher Zustände würden sie bei uns ein Krankenhaus komplett dicht machen. Hoffe ich zumindest. Mit so einem Ding hört sich der Arzt immer mein Lungenrasseln an. Was können wir uns nehmen? Da. Ein Skalpell. Scheint noch unbenutzt zu sein. Zack. Und daneben liegt eine Spritze, die wir uns auch nehmen können. Nicht benutzt. Allerdings liegt die Nadel frei. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht in die Nadel fasse. So, das war's soweit. Dann gehen wir zur Tür. Da kommen wir aber so noch nicht raus. Ich höre Stimmen. Bevor ich nicht weiß, was mich dahinter erwartet, rühre ich diese Tür nicht an. Tja, wozu hat man ein Stethoskop in seinem Inventar? Kann ich ja auch nichts für. Aber du verpasst was. Das Spiel ist echt gut. Nur blöd, dass die Satellitenschüssel so empfindlich ist. Muss ständig nachjustieren. Hoffentlich wird es nicht wieder so windig wie gestern. Da konnte ich rein gar nichts mehr erkennen. Nee, das kannst du vergessen. Sei doch froh, dass die Tussi wenigstens tief und fest schläft und nicht ständig Randale macht. Jo, und noch 3 Tage in dem feuchten Zimmer da oben, dann haben unsere Docs wieder was zu tun. Nee, bleib lieber oben. Ist zwar kaum einer da, aber falls jemand auftauchen sollte, gibt's wieder einen Aufstand von wegen Posten verlassen und so. Keine Sorge, der Chefarzt wird schon nicht merken, dass ich während der Dienstzeit mehr mit Fernsehen als mit Kontrollgängen beschäftigt bin. Ich habe die ganze Zeit ein Auge auf die Eingangstür und wenn er nicht gerade durch den Keller gekrochen kommt, werde ich ihn auf jeden Fall rechtzeitig bemerken. Jo, mach ich. Bis später. Und geh nicht wieder auf Rattenjagd. Der Doc ist immer noch sauer wegen der Einschusslöcher. Feuchtes Zimmer irgendwo in einem der oberen Stockwerke. Zumindest weiß ich jetzt ungefähr, wo Nina gefangen gehalten wird. Nur blöd, dass da anscheinend mindestens 2 Wachen sind. Ich müsste es irgendwie schaffen, mit Nina Kontakt aufzunehmen. Vielleicht hat sie ja eine Idee, wie wir die beiden ausschalten können. Ja, so, wir gehen erstmal hier durch die Tür. Die Wache ist zwar mit dem Fußballspiel im Fernsehen beschäftigt, trotzdem sollte ich nicht weiter in den Raum reingehen. Wenn ich erwischt werde, bin ich ein toter Mann. Oh, Max. Eine schwere Sicherheitstür. Scheint nur von einer Seite aufzugehen. Eine schwere Sicherheitstür. So. Scheint nur von einer Seite aufzugehen. Sieht eher nach Hooligan als nach Krankenpfleger aus. Aber vielleicht war das ja auch die Grundvoraussetzung für den Job. Man munkelt, man munkelt. Da gehe ich besser nicht hin. Wenn mich die Wache bemerkt, kriege ich sonst ganz massive Probleme. Ist ja in Ordnung. Eine Fußballübertragung. Auch wenn ich Fußball nicht mag, ich würde mir jetzt nichts sehnlicher wünschen, als mit Nina auf meiner Couch zu sitzen und... Naja, es muss ja nicht unbedingt Fußball sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da gehe ich besser nicht hin. Ja, das kennen wir ja schon. Also gehen wir zurück. Und zwar komplett. Hauen das Stethoskop hier dran. Da schnarcht aber jemand ganz gewaltig. Und stöhnt irgendwas von Zug, Explosion und Vater. Und jetzt? Moment mal, das ist doch Nina. Das Rohr scheint zu dem Raum zu führen, in dem sie gefangen gehalten wird. Nina! Hey, wach auf, Nina! Mist,
Sie schläft tief und fest und scheint mich nicht zu hören. Genau. Und wenn ich mich richtig erinnere, hauen wir dieses Fehler nicht da rein. Vielleicht wird dieser penetrante Gestank ja dafür sorgen, dass Nina aufwacht. Jetzt stinkt es hier unten ganz erbärmlich. Das bringt mich auch nicht weiter. Naja, aber wozu haben wir diesen Handventilator? Vielleicht reicht der kleine Ventilator ja aus, das stinkende Ammoniak durch das Rohr in Ninas Gefängnis zu pusten. Ein Versuch wäre es wert. Boah, was für ein Gestank. Verstößt das nicht gegen die Genfer Konvention? Natürlich, ich war froh, dass es dir gut geht. Max? Wer sonst? Hast du jemand anderen erwartet? Wenn ich ehrlich bin, war ich nicht auf überraschenden Besuch eingestellt. Ich sollte hier erstmal aufräumen und lüften. Hast du mir den Gestank hier reingeschickt? Ja, anders warst du ja nicht wach zu kriegen. Du schnarchst übrigens. Und du sprichst im Schlaf. Wenn du das irgendjemandem erzählst, bist du ein toter Mann. Keine Sorge. Jetzt müssen wir dich da erstmal rauskriegen. Gute Idee. Hast du einen Plan? Nee, nicht wirklich. Na dann mal hopp. Ich werde mich in der Zwischenzeit zurecht machen. Kann ja nicht sein, dass der edle Held die Prinzessin rettet und die sieht aus wie schon mal gegessen. So, dann können wir zu Nina wechseln und uns ihr mal ein wenig umgucken. Fangen wir mit dem Stuhlbein an. Da zeigt sich mal wieder, auf einem Bein kann man nicht stehen. Nein. Das Stuhlbein ist zwar nur aus Plastik, aber ich krieg's trotzdem nicht abgebrochen. Bist du aber schwach, Nina. Der hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Der ist völlig hinüber. Möchte nicht wissen, wer oder was da drin rumkrabbelt. Da fasse ich nicht rein. Oh, warum denn nicht? Ist wohl aus dem Mauerwerk rausgebrochen. Den können wir uns aber nehmen. Zack. Ein kleiner Stein. Nina, du stehst im Weg. Das Mauerwerk macht nicht den stabilsten Eindruck, aber da rauszukommen würde wahrscheinlich trotzdem Tage dauern. Oh, dann kann man... Hübsch. Meine Oma hat mit dem Häkeln solcher Deckchen ihren Lebensunterhalt verdient. Ich würde mir schon beim Versuch die Finger brechen. Das können wir uns auch nehmen. Zack. Und dann können wir uns auch... Und auf dem Ding habe ich gelegen. Ja. Boah. Hast du, Nina. Der süßlich-faulige Geruch erinnert noch an das, was da mal drin war. Was auch immer das gewesen sein mag. Keine Ahnung. Aber das können wir uns auch nehmen. So, Was musste ich hier nochmal machen? Nein, also gehen wir wieder runter zum Max. Über dieses Rohr kann ich mit Max reden. Ja, wir müssen auch runter zum Max. Stimmt ja. Wir werden jetzt mit dem Skalpell die Satellitenschüssel ein wenig manipulieren. Die Leute sollen arbeiten, nicht fernsehen. Zack. Verdammt, hat sich die blöde Satellitenschüssel schon wieder verstellt. Ja. Genau, jetzt gehen wir wieder da lang. Dann gehen wir... Darin. Wenn ich die Wache da einsperre, wird er wohl zu Anfang noch etwas verdutzt sein. Spätestens nach ein paar Minuten jedoch Alarm schlagen. Ich muss mir also was einfallen lassen, ja, wie ich den Typ dann ruhig stellen kann. Wir können, glaube ich, zu Nina wechseln, glaube ich. Weil ich muss, glaube ich, noch was machen. Zack. Hübsch. Meine Oma hat mit dem... Nee. Ach, Mann, wie ging das denn nochmal? Verdammt, ich noch eins. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Ach ja, mit dem... Zack. Einmal kurz über die scharfe Kante ziehen und schon ist die Arbeit eines Abends zerstört. Wenn das meine Oma sehen würde. Oh. Allzu belastbar scheint der Faden nicht zu sein, wenn mir schon beim Knotenmachen ein Stück abreißt. Genau, das tun wir dann darunter.
Der Stein scheint unten angekommen zu sein. Jetzt kann ich zumindest kleinere Gegenstände mit Max austauschen. Perfekt. So, dann gehen wir wieder runter zum Max. Da ist der Stein. Bevor ich nicht weiß, was ich damit machen will, werde ich da definitiv kein Gift drauf tun. Mir ist ohnehin nicht ganz wohl bei dem Gedanken, mit einer offenen Spritze durch die Gegend zu laufen. Ich glaube, das Skalpell kommt nach oben. Genau. Genauso wie das Betäubungsmittel. Das Fläschchen ist ziemlich zerbrechlich. Nein. Was kommt denn noch nach oben? Die Spritze? Das lasse ich mal lieber. Nein. Dann wechseln wir mal eben zu Nina. Nehmen das Skalpell, schneiden ein Stück... Nimm dies, du Schrecken jedes Gesundheitsamtes. Das braucht Max. Zack. Mit dem Skalpell können wir hier den Stuhlbein, So, das Bein ist ab. Nun kann er wenigstens nicht mehr weglaufen. Genau, und jetzt können wir uns, Ich bräuchte erstmal einen Köder, bevor ich hier großartige Fallen konstruiere. Ach ja, der Käse. Stimmt ja, also gehen wir wieder runter zum Max. Kommt das auch runter? Nein. Skalpell, wollen wir das Skalpell noch? Nein. Ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch. Ist auch schon etwas her, weil... Ach nee, ich weiß es, haha. Der Tor kommt runter. Max? Hallo? Er scheint nicht da zu sein. Ich sollte warten, bis er wiederkommt. Okay, okay, okay. Dann also, zack. Zack. Rüber zu Nina. Das Stuhlbein kommt runter. Und dann wieder zu Max. Ich werde mal den hinteren Teil... Genau. Wenn ich jetzt aus Versehen in die Nadel fassen sollte, dann wäre dieses Abenteuer wohl ziemlich schnell beendet. So, das ist jetzt mit Gift. Damit gehen wir zurück. So, und jetzt... Genau. Jetzt können wir dazu machen. Mist! Wie ist denn das passiert? Ja, das frage ich mich auch. Der Kerl macht einen ganz schönen Lärm. Ich sollte ihn schnellstens zum Schweigen bringen. Na ja, viel Spaß. Und zwar mit der Spritze. Ich denke mal, bei so einem stressigen Job könnte der Wache etwas Ruhe nicht schaden. Was war denn das? So. Den bin ich fürs Erste los. Genau, jetzt können wir uns auch hier ein bisschen freier umgucken. Max, du stehst im Weg. Eine Schüssel. Käsesuppe. Theoretisch sehr lecker. Aber Theorie und Praxis klaffen oft sehr weit auseinander. Genau, deswegen tun wir den Schwamm da rein. Der Schaumstoff saugt sich mit der Suppe voll. Du stehst schon wieder im Weg. Entweder eine Live-Übertragung aus der Antarktis. Pinnwand. Eine Pinnwand mit unglaublich vielen kleinen Zetteln. Dienstanweisungen, nackte Frauen, Telefonnummern. Nichts, was mich jetzt irgendwie weiterbringen würde. Gut, dann gehen wir zurück zu Nina. Geben ihr den Schwamm und den Stuhlbein. Ich muss gleich nochmal zurück. Hab
noch was vergessen. Da ist nämlich noch eine Heftzwecke, die wir brauchen. Eine Reißzwecke nehme ich mal mit. Oder aber die ganze Pinnwand muss ich nicht wirklich durch die Gegend schleppen. So, die machen wir auch mit Gift. So. Okidoki. So, jetzt können wir unsere Provisorische... Ich bräuchte erstmal einen Köder, bevor ich... Hab ich doch. Dann tun wir den... Was auch immer da drin ist, wenn es durch den Geruch wirklich angelockt werden sollte, wird es sich seine Beute holen und wieder verschwinden. Wenig sinnvoll. Ach ja, stimmt ja. Zack. Könnte als Falle funktionieren. Zack. Betonung liegt auf könnte. Wenn die Vorurteile stimmen, dass Mäuse und Ratten gerne Käse fressen, dann müsste dieses müffelnde Schaumstoffstück der perfekte Köder sein. Und das tun wir jetzt dahin. Die Großwildjagd kann beginnen. Et voilà. Und nur wenige Sekunden später. Klack. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir da gefangen haben. Ist sie nicht süß? Die Maus oder die Ratte kommt runter zu Max. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Nee, brauchen wir nicht. Dann gehen wir wieder runter. Wir haben das, okay. Wir gehen jetzt weiter. Viel, viel weiter. Wir gehen hier hoch. Hier sitzt also die zweite Wache. Wäre ihr fast in die Arme gelaufen. Noch einen Schritt weiter und sie wird mich bemerken. Ich muss mir was einfallen lassen, um sie abzulenken. Na, ist doch gar kein Thema. Zack. Lauf. Lauf so schnell du kannst. Viel Glück und halt die Wache möglichst lange auf. Na warte, du Mistvieh, dich krieg ich! Zack, denn die Heftzwecke tun wir da. Ich lege die Reißzwecke mal unter das Sitzkissen, damit die Wache nicht misstrauisch wird. Ich nenne es Heftzwecke. Mist, ist mir diese Ratte doch glatt entwischt. Aber warte, beim nächsten Mal kriege ich dich. Ah! Spivak, du bist auch so eine Ratte, aber dich kriege ich auch noch. Nichts mehr zu hören. Hoffentlich war die Dosis stark genug. Genau, jetzt gehen wir hoch. Durchsuchen den Kerl. Viel hat er nicht dabei. Und da bist dann da. Und Ebola. Ich freue mich wirklich, dich zu sehen. Danke für... Schon gut. Gern geschehen. War mir ein Vergnügen, werte Prinzessin. Und jetzt komm, wir müssen hier weg. Okay, ich hole nur noch schnell meine Sachen wieder. Hoffentlich haben sich die Typen noch nicht alles unter den Nagel gerissen. Vielen Dank euch beiden. Ich möchte mir lieber gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn ihr nicht gekommen wärt. Musst du ja auch nicht. Wir lassen dich doch nicht irgendwo in der Pampa vergammeln. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Jederzeit. Wenn es sein müsste, würde ich sogar... Könnt ihr eure Nettigkeiten vielleicht auch später verschieben? Wir sollten aufbrechen. Die Leute im Krankenhaus werden bestimmt bald dein Verschwinden bemerken. Ja, von mir aus. Obwohl... Was? Wir müssen hier doch ganz in der Nähe von der Stelle sein, an der mein Vater bei seinen früheren Expeditionen sein Lager aufgeschlagen hat, oder? Ja, stimmt schon, aber dafür haben wir jetzt echt keine Zeit. Das Krankenhaus gehört zum russischen Militär. Und wenn die Alarm schlagen, wird es hier extrem ungemütlich. Wir sollten erstmal starten und unterwegs überlegen, wie wir weiter vorgehen wollen. Aber... Kein Aber. Das Risiko, hier überhaupt zu landen, war schon groß genug. Wir starten. Max, ich brauche deine Hilfe, um das Flugzeug startklar zu machen. Oleg hat recht. Wir müssen erst einmal weg, dann können wir weitersehen. Los, hol deine Sachen aus dem Jeep und komm. Achtung, Achtung! Im benachbarten Militärkrankenhaus wurde Alarm ausgelöst. Eine Patientin, die als hochgradig gefährlich eingestuft wird, ist geflohen. Das Militär ist verständigt und einige Soldaten sind auf dem Weg hierher. Bis dahin hat keiner den Flugplatz zu verlassen. Erhöhte Alarmbereitschaft ist angeordnet. Es wird weder Start- noch Landeerlaubnis erteilt. Mist, die suchen mich schon. Was jetzt? Wir treffen uns in ein paar Stunden hier in der Nähe. Ich
Ich hoffe, Sie haben gute Nachrichten. Leider nicht. Kalenko ist noch immer verschwunden. Ich warte auf die guten Nachrichten. Naja, zumindest haben die anderen ihn auch noch nicht gefunden. Uns läuft die Zeit davon. Die Vorbereitungen für das Projekt sind fast abgeschlossen und alle warten, dass sie endlich das fehlende Puzzlestück beschaffen. Ich gebe mir ja alle Mühe. Was soll ich machen, wenn... Konzentrieren Sie sich auf seine Vergangenheit. Irgendjemand muss über Kalenkos Forschung Bescheid wissen. Und wenn er uns sein Geheimnis nicht selbst verraten kann, dann müssen es eben andere machen. Hoffentlich sind Max und Oleg in Ordnung. Naja, die sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Werden schon irgendwie mit den Soldaten klarkommen. Und wie wir hier wieder wegkommen, darüber können wir uns nachher immer noch den Kopf zerbrechen. Währenddessen kann ich mich dann ja doch nach dem Lager umsehen, von dem aus mein Vater seine Expeditionen gestartet hat. Nur, wo soll ich suchen? Außer diesem Zelt habe ich in dieser Gegend kaum Anzeichen menschlicher Existenz gefunden. Hoffentlich kann man mir hier weiterhelfen. Ja, Freunde, aber wie es jetzt weitergeht, werdet ihr definitiv in der nächsten Folge sehen, denn wir haben es mittlerweile 18.02 Uhr und ich muss mich langsam für die Arbeit fertig machen. Deswegen würde ich sagen, wir speichern. So, Spiel gespeichert. Und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Seid gespannt, haltet die Ohren steif, bis dann. Tschüss.